In vier Gemeinden im Norden des Kosovo haben die Wähler über eine Absetzung der albanischen Bürgermeister abgestimmt. In den überwiegend von Serben bewohnten Gemeinden hatten sich im vergangenen Jahr viele Menschen bei den Kommunalwahlen aus Protest enthalten. So wurden diese Bürgermeister mit nur wenigen Wählerstimmen ins Amt gewählt. Das vom Westen unterstützte Referendum ist ein Versuch, die Spannungen zwischen dem Kosovo und seinem Nachbarn Serbien zu entschärfen. Denn die beiden Länder möchten der Europäischen Union beitreten. Rund 47.000 Menschen waren zur Abstimmung aufgerufen. Allerdings hatte die größte ethnische serbische Partei im Kosovo, die Spriska Lista, die enge Beziehungen zu Belgrad hat, zum Boykott der Volksabstimmung aufgerufen.